Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und somit ein ganz herzliches Moin Moin, liebe Sportfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren frostigen, eisigen Folge NHL 21 Be a Pro. Wir befinden uns gerade im Anschluss vor letzter Partie gegen den HC Frölunda. Wir haben Merkmal- und Spezialisierungspunkte bekommen. Die werden wir natürlich jetzt gerade noch vergeben. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein riesen Dankeschön an alle sportlichen Supportern raushauen, die die letzten Folgen so hammer, krass geil sportlich unterstützt haben. Ja, Skating möchte ich einfach ein bisschen besser machen. Was haben wir da? Kraftvolles Skating, Beschleunigung wäre nicht schlecht oder Tempo und beides ist enorm wichtig. Ich werde mir beides kaufen, weil unsere Stärke ist Beschleunigung und der Schuss. Und dann möchte ich noch Puckkontrolle. Da müssen wir enorm was zulegen. Für das habe ich zu wenig Punkte. Kann das sein? Jawohl, für das habe ich zu wenig Punkte. Ja, nichtsdestotrotz, Spezialisierungen haben wir noch zur Verfügung. Was wollen wir da machen? Irgendetwas mit Scharfschützen oder Stehaufmännchen. Da haben wir noch Rückwärtsfahren. Wäre gut als Verteidigung. Decks, Wimlings, Two-Drag Decks, Marathonman. Das wäre natürlich gut für lange Einsätze. Penalty Kill, dann haben wir da Schussblocker, brauchen wir auch nicht. Abfälschmeister, brauchen wir auch nicht wirklich. Dann haben wir Powerplay Quarterback, leichte Erhöhung Passpräzision im Powerplay, brauchen wir auch nicht. Powerplay Schütze, leichte Erhöhung der Schüsse im Powerplay. Das wäre jetzt das einzige. Wimley Decks, deutliche Erhöhung der Deck-Puck-Kontrolle während den. Okay. Also ich tendiere momentan auf da. Marathon Man, so fahre ich eigentlich auch im Ding-Modus, World of Jail-Modus. So. Ah, dann können wir da noch etwas freischalten. Nein, wir können es nicht mehr freischalten. Aber das spielt auch keine Rolle. Marathon-Man, das heisst, wir haben ziemlich viel Ausdauer. Und ja, wir haben auch genug Sus. Geschwindigkeit schon, Ausdauer und Geschwindigkeit, da haben wir also unsere Skills jetzt mal auf Tempo gesetzt. Dann werden wir sie dann mehr auf Puck-Kontrolle setzen im nächsten Mal. Und da möchten sie uns einfach noch sagen, wo wir uns verbessert haben, wo wir uns verschlechtert haben. Ah, Fähigkeitenbaum. Spezialisierungen. Ja, da können wir ja leider nichts mehr machen. Das Einzige, was wir jetzt machen können und was wir auch machen werden, ist die nächste Partie gegen den HC Frölunda. Und die erste Partie ist ja mit 16:0 ausgegangen. Und wir stehen da mit einem Bein schon im Finale. Wie sieht es auch bei den anderen Teams aus? Sehen wir das da? Sven André Ghetto hat 7-5 hat man verloren gegen Red Bull. Eieiei. Aber das ist noch nicht gegessen. Das Torfestival, also auch bei der ZSC Lions. Da sieht es eher aus, dass wir gegen Red Bull im Finale spielen. Aber da hat der Z noch eine leichte Chance, gleich noch diese Partie zu gewinnen. Und ja, wir starten das Spiel einfach gegen HC Frölunda daheim. Let's go! So, Johan Madsen im Goal von der Frölunda Indians. Da hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Austragungsort. Wir spielen in Blau daheim. Ah, Offside. Er war noch nicht drin mit dem Böck. Ja, da haben wir es natürlich mal müssen riskieren. Why not? Da noch ihr alter Weiland Arena. Das ist natürlich nicht angepasst worden von EA. Was erwarten wir auch? Auf jeden Fall sind wir da jetzt heiß drauf, die Partie zu gewinnen. Und ich hoffe, auch der Z wird gegen Red Bull gewinnen, damit wir ein Schweizer Finale haben. Wir machen da Star, obwohl ich glaube, Star ist eher nicht so gut zum Start. Frölunda ist erst eingebrochen, wo sie sehr, sehr viele Strafen genommen haben. Wir können natürlich hoffen, dass es jetzt wie die Feuerwehr geradeaus stürmen und uns wirklich Möglichkeiten geben für Konter. Dann haben wir gute Möglichkeiten. Oho, aber fast 1:0 da von Frölunda. Aber wir dürfen natürlich auch nicht zu viel Hoffnung geben, sonst fängt der Zug von Frölunda mal an laufen und der ist dann schnell. Und sie haben natürlich einen Top-Goalie hinten mit Mason. Ich lasse mich mal auswechseln. Versuchen, da wird schneller Drive zu machen.
Madsen mit der Parade und schon wieder das Powerplay für den HC. Also irgendein Wer fängt es genau gleich an wie das letzte Spiel. Es würde mich nicht verwundern, wenn es dann halt auch wieder mehr Goal kassieren. Wir holen uns die Schiebe dank läuferischer Überlegenheit. Und die Schiebe kullert rein. Madsen das erste Mal nicht ganz so safe. Hat sich auch leicht verschieben. Goal 1-0. Wieder auf Ansage. Das können wir langsam. Pico Fly, erster Goal, Führung, Powerplay. Wie gesagt, ich habe es gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn wir hier in Führung gehen. Und ich finde die Trikots von Davos mit dem Gelb und dem weißen Umrandung von Schrift recht cool. Also von Nummern. Hat was. Kommt gut. Ja, und der Coach würde uns jetzt nochmal schnell sagen, hey, gut gemacht. Mit ein bisschen EP, Management, Markensympathie. Das wird natürlich unsere Sympathie in den Fans und auch Sympathie bei den Scouts aufbringen. Und ja, momentan sind wir noch an erster Stelle. Aber das kann sich schnell ändern. Wir sind hier im Hockey. Wir haben gute Kandidaten und ich denke, Top 5 Pick, das ist einfach das Ziel, das wir haben. Aber ja, wenn ich ehrlich bin, ich möchte den ersten Stil draftet werden. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Es könnte sein, dass wir von LA oder von einem anderen Team draftet werden. Phoenix wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat, der momentan nicht ganz goldener vom Mai ist. Am liebsten mit einem kanadischen Team, wenn ich selber darf wünschen. Boah, ein Slapshot. Ja, das sind wir natürlich nicht so gut. Ah, der Pass. Gut, denkt sie, aber noch besser verteidigt. Ja, lassen wir uns auswechseln. Und jetzt beim 1-0 ist natürlich noch schwerer für Frölunda, das Ding zu gewinnen. Sind wir nochmal ein Goal schiessen? 2-1. Ja, sie schiessen ein Goal und wir schiessen auch ein Goal. Well done. 4 Minuten 59, 58. Ja, hat es gerade noch schnell gewechselt. Anzeigeback. Was auch immer. Frölunda kann also Goal schiessen. Das erste Goal in dieser Partie vom HC Frölunda. Und ihr seht, wenn sie mal nicht mehr in Unterzahl spielen, sind sie enorm stark. Boah, und da steht er eigentlich noch so halb vor dem Schuss, der ein bisschen mehr nach rechts zielt. Und es heisst Pfostenschuss anstatt 3-1. Aber um ehrlich zu sein, es ist mir egal, ob wir schon so halb im Finale stehen oder nicht. Ich will natürlich die Partie gewinnen, ich will natürlich die Partie so hoch wie möglich gewinnen. Wir verschonen hier Frölunda nicht, auch wenn es ein Sympathie-Team ist von mir. Wenn wir jetzt kein Schweizer Team hätten können, und nur irgendwelche anderen Teams und Frölunda drin gewesen, wir wären natürlich mit Frölunda gegangen, wenn ich schon im letzten Let's Play gesagt habe. Frölunda, das Team ist in Göteborg. Göteborg, mega coole Stadt, bin ich auch schon gewesen. Schweden, mega coole Stadt. Und ich habe mir dort auch schon als Frölunda T-Shirt gekauft, weil halt einfach das Logo mega cool ist und ich hoffe mit der momentan politischen Situation, wir wissen ja vielleicht Washington Redskins, das NFL-Team, hätte ja müssen das Logo wechseln, wegen der Name Redskins ist rassistisch und auch die Indianer drauf. Wegen der ganzen Situation der politisch. Ich möchte nicht zu tief eingehen, aber das ist natürlich halt Gefahr momentan von den von den Teams mit Indianern drauf, dass da eventuell ja, Fans sagen oder irgendwelche anderen Leute sagen, hey, das Logo, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde es schade, das hat ja nichts mit Rassismus zu tun. Aber hey, das ist politisch. Da möchte ich auch nicht irgendwie reinfunken. Da könnt ihr das aus eurer Meinung mal reinschreiben, ob ihr es cool finden oder recht finden, dass da andere Logos genommen werden oder nicht. Möchte auch nicht politisch reingehen. Jeder hat seine Meinung. Das ist auch recht so. Politik und Sport und vor allem Hockey, das gehört nicht zusammen. Trotzdem wird es halt immer wieder einmal miteinander vermischt. Dementsprechend halt jetzt auch das ein oder andere Logo, wo immer wieder mal verschwindet und auch der Name. Und ja, die Indians. Naja, ich finde es jetzt einfach cool. Mir gefällt das Logo wirklich. Hat mir auch von den Redskins sehr gut gefallen. Aber eben, das ist alles Geschmackssache. Was auch Geschmackssache ist.
ist momentan der Spielstand. Ja, komm, das gibt wieder keine Strafe, weißt du? Aber wenn ich am Boden liege und eine Scheibe blockiere und einer drüber fährt, dann gibt es eine Strafe. Also, das verstehe ich, liebes EA-Team. Was gibt jetzt das? Powerplay für was? Wegen warum? Was ist passiert? Was gegen uns? Ich bin mir am Auswechseln. Ja. Ich kann mich auswechseln und das gibt eine Strafe. Heiland, zack. Also gut, wir sind in der Kühlbox. Alles gut, hast verstanden. Wieder eine Strafe, wir schon im letzten Spiel. Und das mal Frölunda mit dem Ausgleich. Eieiei, ja, da sind wir selber die Schuld. Das war unser Fehler gewesen, aber oh Gott, ich würde so weit gehen und sagen, das ist einfach Gameplay-Fehler. Also wenn ich mich auswechseln lassen will und der andere noch drei Stich da und wieder mal wirklich ein Beistellen ist, naja, man kann drüber streiten. Machen wir aber nicht, wir konzentrieren uns da. Wir wollen natürlich das 3-2 schiessen. Frölunda enorm stark, engt uns ein momentan. Möchte die Partie wenigstens gewinnen, auch wenn der Zug vielleicht schon abgefahren ist. Aber da, so dürfen wir uns natürlich nicht frei vor dem Goal zum Schuss kommen. 3-2, Davos zeigt wieder einmal ihre Heimstärke. Das zweite Goal heute. Und das haben wir schön gemacht. Bremsen ab, lassen den Verteidiger ins Leere laufen. Und finden oben rechts Eckli. Ja, der Coach, was sagt ihr jetzt? Kriegen wir die vollen EPs? Das nimmt mich noch Wunder. Ja, wir kriegen es sogar. Also. Well done. Finde ich ein bisschen schade, dass da immer wirklich entweder Teamspielführung verteidigen oder Goal schiessen und das 3-4 Mal pro Match. Oder 2-3 Mal. Naja. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Individualität gehabt, aber das kommt vielleicht noch. Da kriegen wir den Pass und da ist auch der nächste. 4-2 und da hat unsere Geschwindigkeit, wo wir gerade Upgrades gemacht haben, uns zum nächsten Treffer verholfen. Und das schauen wir uns jetzt gerne nochmal an. Ist das vielleicht schon der K.O.-Schlag von Frölunda Indians? Ja, Hattrick, da gibt es sogar noch Capswurf. Wird in der Schweiz nicht so zelebriert wie in NHL. Wird auch nicht mehr so in NHL zelebriert wie ein anderes Ding. Und Madsen muss wieder runter für den Rollbean. Naja. Der Goalie-Wechsel, der neue Aufwind bringt. Er hat auch schon im letzten Spiel müssen 14-0 raus. Und hat aber einen enorm guten Job gemacht mit super Saves. Und wenn die Verteidigung so pennt, ja, was soll der Goalie machen? Wir sind eigentlich kein Vorchecker. Dementsprechend kämen wir auch wieder um. Macht noch Sinn, dass wir über den Check die Gegner gerade auch noch drüber geht. So, wir nehmen die Scheibe. Bremsen wieder ab, machen unser Ding, schauen, dass wir frei zum Schuss kommen. Aber Rubin hat von draußen zugeschaut. Wie wir das letzte Mal gemacht haben, hat gedacht, nein, Pico, nicht das zweite Mal, nicht mit mir. Da bin ich bereit. Das Bulli verloren, Chiba gewonnen. Wunderbar, wieder in Schieberbesitz. Und wieder kommen wir live zum Schuss und wieder Fanghand vom Rubin. Da. Er macht einen guten Job. Man hätte natürlich auch reinlassen können, schon vom Start vom Spiel und sagen, ja, wir tun ihm einfach Spielerfahrung, ein bisschen Praxis sammeln lassen, wieder Fanghand von ihm. Der macht seinen Job. Super Fanghand. Aber ja. Man kann ja auch mal austauschen, Spielerpraxis sammeln etc. Dann frage ich mich aber, warum man überhaupt rein tut. Ah, dann stürzt man noch über den eigenen Spieler. Ah, immer noch frei. Und da ist noch ein Ablenker. Also, ein Schuss nach dem anderen mehr. Bombardierend, der neue Goalie von Frölunda. Aber der macht seinen Job momentan gut. Hat einiges zu tun. Wird gerade mal warm geschossen. Kann sich da nicht beklagen. An mangelnde Arbeit nach Schuss. Komm schon. Ich bleibe vor dem Goal, mache da Sicht für den Rubin, sehr, sehr schwer und hebt sie wieder. Also, der Goalie-Wechsel macht relativ Sinn da, so far, auch wenn ich es kritisiert habe. Madsen natürlich ein hervorragender Goalie, hätten den Gegentreffer nicht viel dafür können. Wir lassen uns jetzt da auswechseln.
Und ja, läuft soweit. 14-2, der Drops, würde ich jetzt mal meinen, ist gelutscht. Wir fangen doch gar nicht erst an, rechnen, wie viel Goal jetzt noch für Lunde schiessen muss, etc. Wir wollen das Ding einfach gewinnen. Fertig, Schluss. Steht ja auch gar nicht schlecht, dass wir das Ding gewinnen. Wir führen ja mit 4-2 und für Lunde müssen jetzt im letzten Drittel noch das Torfestival starten, wie es in den Geschichtsbüchern noch nie gegeben hat. Ja, so weit würde jetzt zwar nicht gehen, aber auf jeden Fall. Oh, was haben wir jetzt genommen? Wahrscheinlich Führungsverteidiger. Nichtsdestotrotz. Bin ich ein bisschen schnell gewesen mit Drucken. Pulli. Verlieren wir wieder. Einfach kein Goal kassieren, heisst jetzt, wenn wir uns die EPS wählen. Ah. So. Oh, Latta! Meine Güte! Und wieder ein guter Schuss. Und da werden wir auf die Seite geräumt. Ja, und das ist natürlich wichtig, haben wir da die verminderte Verletzungsgefahr während dem Spiel, wenn wir keinen stabilen Spieler haben. Ein Spieler haben, der zwar schnell ist, aber nicht so stabil. Will, was erhebt er schon wieder? Also, Rubin momentan hervorragend. Wie wenn wir dann so harte Checks reinlaufen, dann ist das nicht schlecht. So, 4-2. Führung nach wie vor. Und jetzt heisst du eigentlich mit der Zeit ein bisschen spielen. 5-2. Jetzt würde ich mal spätestens jetzt an alle, die sehr, sehr optimistisch gewesen sind, müssen wir einfach sagen, der Drops ist gelutscht. Aber das Spiel ist spannender. Wir spielen zwar viel besser als die letzte Partie. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir jetzt ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. 6-2. Ja, wieder ein klassisches Goal von uns. Und als Scharfschütze muss ich halt so ein bisschen die Spots suchen. Die Spots, wo man frei zum Schuss kommen könnte. Und da ist natürlich der Goalie auch sehr, sehr anfällig. Oben rechts und oben links als Linksschütze. Ist es natürlich die Linksseite, also die Fanghandseite bei einem Linksfänger, wo sehr, sehr gut ist. Und dementsprechend ist auch meine bevorzugte Seite. Dementsprechend machen wir das auch immer wieder. Funktioniert hervorragend. Würde jetzt mal sagen, der NHL funktioniert das nicht mehr so gut, aber. Ja. Wir versuchen es immer wieder. Und ja, als Schütze kann man das mal probieren. Da ist natürlich Position sehr wichtig, dass man ein gutes Positionsspiel hat, dass man sich gut freilaufen kann. Darum haben wir auch Geschwindigkeit genommen. So, und jetzt ein schneller Pass vielleicht. Es geht einfach zu lang. Es geht viel zu lang. Wenn jetzt da gerade Schieber gekommen wären, hätten wir uns da können. Gerade in der Konter rein. Moglan aber auch wieder allein vor dem Goal und der Rubin wieder geschlagen. Wow, ja, da ist niemand vor dem Goal gewesen. Wirklich niemand. Wir sind allein vor das Goal gekommen. Bereits unser 5. Goal heute Abend. Also, wow. Ja, offensiv sind wir nicht stoppen. Und, ja. Wieder Powerplay. Jetzt fangen sie wieder an Strafen nehmen. Natürlich gar nicht gut. Aber da ist jetzt wahrscheinlich auch eine riesige Portion Frust dabei. Riese Portion Frust bei Frölunda. Hat sich natürlich da mehr erhofft aus dieser Partie. Die Scheibe können wir uns wiederholen. Wir kriegen den Puck wieder. Ja, natürlich kriegen wir die meisten Scheiben und da ist das nächste Goal. Wow, nächstes Goal wieder allein vor dem Goal gekommen. Zum Schuss, das ist natürlich nicht das Goldene von mir. Und wieder Powerplay, wie schon so oft in dieser Partie. So, ab in Verteidigung. Und ich merke, Geschwindigkeit, das hat schon was gebracht. Aber Puck-Kontrolle, da müssen wir uns noch steigern und da sind wir wieder allein vor dem Goal. Ja, jetzt wird es aber wirklich peinlich und irgendwie geht auch jede Scheibe rein.
Wunderbar. 9-2. Torfestival. Schaffen wir noch die Stängeli? Und es hat so gut ausgesehen für die Indians, dass es da nach dem 2-2 noch irgendwie in die Partien kommen. Ja, da schaffen sie es. 9-3 immerhin noch Chancebegrenzung zu machen. Aber die drei Goal, auch wenn wir keine geschossen hätten, würde ihnen einfach nicht langen. Das liegt natürlich nicht nur an uns, dass wir so OP sind oder sonst irgendetwas, sondern am ganzen Team. Das ganze Team hat im letzten Spiel enorm viel Goal geschossen und. Also das ist eine Teamleistung, die muss man einfach so anerkennen, das muss man so sehen. Da sind wir kein Einzelspieler, das, obwohl es jetzt gerade so aussieht, will ich so umtrippeln und machen, wie ich will. Aber das hat auch jetzt was mit der Moral zu tun. Sobald die Gegner recht weit hinten sind, checken sie nicht mehr so kontinuierlich vor, sind sie nicht mehr so konsequent und dementsprechend ist es einfach. So. Ambühl noch mit einer Möglichkeit, 9-3 und der Woser-Fans feiern den Einzug ins Finale und den feiern wir natürlich gemeinsam auch mit diesen glorreichen Bildern. Der Wos demontiert Frölunda. Keine Chance. Erstes Spiel zu viel Strafe genommen, zweites Spiel lang gut dran gewesen und nach dem 4-2 sind die Dämme gebrochen. Die Motivation und der Glauben am Sieg bei Frölunda ist vorbei gewesen. Ambühl macht dann noch Handshake mit dem Lundqvist. Lundqvist, ja, der Goalie. Auf jeden Fall, ja, da war nicht mehr zu viel zu holen gewesen. Man hat auch nicht mehr so richtig dran geglaubt. Und Davos hat natürlich nie das Tempo vom Gas genommen, auch mehr nicht. Da geht es natürlich um den Draft. Und da will man natürlich auch gut gedraftet werden. Ihr seht es in der Wiederholung, wir sind viel zu viel allein vor dem Goal gewesen. Da hat einfach die Zuordnung nicht gepasst, das Stellungsspiel hat nicht gepasst. Und wir haben unsere Geschwindigkeit hier enorm gut umgesetzt, sind gewirbelt und gemacht und hier das letzte Goal noch von Frölunda. Mehr als ein schönes Logo haben sie nicht in dieser Partie. Turunen immerhin noch mit 3 Assists auf dem dritten Platz, schafft es wenigstens und wir mit 7 Goal. Das ist abartig gut, außerirdisch, aber eben, das möchte ich auch nicht zu hoch einschätzen. Die Rennenschecks sieht alles wieder anders aus, ich denke, Gegner sind nicht so stark am Anfang. Ich weiß nicht, wie stark wir uns overall technisch noch steigern werden, aber wahrscheinlich vielleicht einer oder zwei. Also ich denke nicht, dass wir jetzt irgendwie auf 80 overall aufkommen, nur weil wir in den Tenager kommen. Ich denke, es wird vielleicht so bei maximal 2-3-70 sein und das wäre schon gut. Und dann müssen wir gegen solche spielen, die overall 90 und höher sind und dann sehen wir dann auch nicht mehr so gut aus. Dann ist man fertig mit Glänzen. Und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, ob es der Z geschafft hat ins Finale. Das sehen wir in der nächsten Partie. Es geht weiter, Final Champions Hockey League und dann auch schon der Draft. Also, dranbleiben bei dieser Serie Bia Pro, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Pico und tschüss.